wir haben im ersten Drittel, da war es schwierig für uns ins Spiel zu kommen. Wir waren gestern leider zum ersten Mal erst auf dem Eis, konnten unsere ersten beiden Trainingseinheiten machen. Deswegen war es etwas schwierig für die Mädels ins Spiel zu kommen. Nach etwa 5 bis 6 Minuten war das aber schon wieder ganz gut. Da haben wir ein relativ gutes erstes Drittel gespielt, haben auch 3:1 das Drittel gewonnen. Ja, im zweiten Drittel haben wir eigentlich auch gut angefangen, haben ein schnelles 4:1 geschossen. Danach sind wir ein bisschen eingeknickt, da bin ich nicht so zufrieden mit meiner Mannschaft. Das muss besser laufen in Zukunft. Ja, und im dritten Drittel, das haben wir einfach super heruntergespielt, die Zeit. Es hat 6:3 gestanden nach 2 Dritteln, das haben die Mädels klasse gemacht. Empty Net Goal zum 7:3 und ich denke, den Sieg, den haben die nämlich auch verdient, die Mädels. Habt den Torwart rausgenommen, um nochmal ranzukommen, ist halt ein bisschen nach hinten losgegangen, wie es so im Eishockey ist. Entweder klappt es oder klappt nicht. Haben alles versucht. Wenn ich das ganze Spiel dann nochmal zusammenfasse, bin ich aber trotzdem zufrieden mit meiner Mannschaft. Haben alles gegeben, meiner Meinung nach. Ist eine junge Mannschaft, ist fast komplett neu. Wir haben halt noch 10 alte Spieler oder 11. Der Rest sind neue Spieler und die Mannschaft muss sich natürlich auch erstmal finden. Nach einer Trainingseinheit komplett mit der Mannschaft zusammen und dann direkt zum Spiel fahren, ist immer schwierig. Wir wollen oben mitspielen, das ist unser Ziel, ganz klar. Das ist eine neue Liga, eine schwierige Liga. Es sind viele neue Mannschaften dabei, gegen die wir noch gar nicht gespielt haben. Da müssen wir sehen, was bei rauskommt. Die können wir noch gar nicht einschätzen, das sind neu gegründete Vereine. Und gegen die Alten, gegen die haben wir letzte Saison schon gespielt, die dabei waren, da haben wir auch viele Siege einfahren können. Und deswegen wollen wir ganz klar oben mitspielen die Saison. Ja, also wir wollen im guten Mittelfeld, wenn nicht sogar im oberen Drittel landen. Das Potenzial dazu haben wir einfach. Wir müssen hart an uns arbeiten, wir müssen dranbleiben, müssen Überzahl, Unterzahl, unsere Special Teams müssen wir besser einsetzen können, ohne unter Druck zu geraten. Wir müssen das Spiel einfach machen und auch im zweiten Drittel weiterhin konstant an uns arbeiten und in der Defensive bleiben. Ja, ich glaube, wie jeder Verein möchten wir auf jeden Fall aufsteigen. Wir möchten in den oberen Plätzen mitspielen. Von da ist das Ziel definitiv nach vorne. Ziel ist Platz 3 auf jeden Fall. Da waren wir letzte Saison auch. Eventuell den Aufstieg anzustreben. Muss man abwarten, so wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Also der Großteil der Arbeit, der ist schon passiert. Im Hintergrund läuft es da gewaltig. Wir müssen uns die Saison selber finanzieren, alles von Eiszeiten bis hin zu Auswärtsspielen und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen natürlich viel Geld und das ist nur möglich, dass wir die Saison überhaupt spielen durch sehr viele Spender, die uns einiges an Spenden zukommen lassen haben. Wir haben noch eine leichte Lücke, aber ich bin zuversichtlich, dass das sehr gut aussieht, dass wir die Saison über die Runden bringen und auch erfolgreich abschließen werden. Wir sind natürlich alle mit Leidenschaft dabei und wollen unbedingt weiterspielen, egal was ist mit den Finanzen. Wir sind sehr stark dabei, uns Spender zu suchen, werden aber auch gleichzeitig noch im geringen oder in wenigem Maße von der EJK weiterhin unterstützt, was die Organisation angeht und so weiter. Und wie gesagt, wir wollen spielen, egal was kommt, und versuchen uns so weit wie es geht durch die Saison durchzukämpfen.